Herzlich willkommen zur heutigen Tagesbotschaft. Mal schauen, was uns die Karten heute für einen Input geben, wie die Energien des Tages heute am allerbesten zu handhaben sind. Da war schon die erste. So, da ist sie schon gefallen. Und es sind die zwei der Münzen, die uns heute den Input für den Tag geben. Münzenkarten sind ja immer schon was Gutes, finde ich. Und zwar ist die Stärke dieser Karte Beweglichkeit und Flexibilität. Also, heute kann man sich sehr gut in seine Bewegung geben, um alles auszuarbeiten und flexibel seinen Weg zu finden und auszuprobieren. Die Chancen dieser Karte sind Momente der Freude mit positiven Veränderungen, durch die man sich selbst besser kennenlernt. Also diese Karte arbeitet darauf hin, dass man sich selber besser einschätzen kann, selber kennenlernt, seine Stärken und Schwächen herausfindet und damit arbeiten kann. Die Schwächen dieser Karte sind halt überstürztes Handeln. Also, dass man erst handelt und dann nachdenkt, welche Konsequenzen folgen, welche weiteren Schritte hat das Handeln, die man beachten muss und so weiter. Da sollte man wirklich immer ganz genau drauf achten, welche Konsequenz welches Handeln hervorruft. Ist genauso bei der Arbeit mit Geistwesen, Naturwesen oder auch Krafttieren. Man sollte immer die Konsequenzen des Einschreitens der Magie in das Leben und in das eigene Handeln hinterfragen und im Blick haben. Die Gefahren, auf die diese Karte aufmerksam macht, ist, man gerät leicht in geistige Verwirrung, weil man zu viel auf einmal zu tun hat. Also sie möchte einen auch darauf aufmerksam machen, Step by Step, ein Schritt nach dem anderen gehen und dann einen Schritt nach dem anderen abarbeiten und bearbeiten und anschauen. Die Botschaft dieser Karte ist, der Glaube an uns selbst ist ein wichtiger Grundstein, um Schritt für Schritt voranzukommen und schließlich erfolgreich zu sein. Genieße dabei aber auch Momente der Freude und des Spaßes. Also, der Weg ist das Ziel. Wir sollen den Weg auch genießen, aber auch schrittweise vorangehen und nicht an einer Stelle verharren. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Input heute und wünsche euch einen wunderbaren Tag.